So, Freunde, grüßt euch. Tales 21 wieder am Start. Heute bin ich in der Nähe von Seida. Das liegt im Erzgebirge. Oder treffender gesagt im Erzgebirgskreis. Und ja, wir haben ganz viele, viele Windräder hier hier in der Nähe, hier im Park. Unter anderem hier Enercon E6 in Sascher. Das dürfte, muss ich jetzt mal schätzen, entweder eine V47 oder eine V52. Kann ich jetzt nicht genau beurteilen, weiß ich jetzt nicht. Bin mir tatsächlich hundertprozentig sicher. Hier haben wir eine schöne E66, aber von den E66 muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es hier ganz, ganz viele davon. Wie ich das jetzt euch gerade so zeigen kann hier. Hier haben wir welche, da, dort stehen welche. Auch E82er sind dabei. Da. Und ich stehe auch gerade hier am Fuß einer E66, kann ich euch gleich mal zeigen. Hier. Nabenhöhe schätze, denke ich mal, 65 Meter ungefähr. Da, E66. Und hinten der Kühler. So. Da hinten stehen auch mal nochmal E82er. Geht auch gerade ein bisschen Wind. Wie gesagt, jede Menge 66er stehen hier. Aber geil. Wer ist der Windparkbetreiber? Windreich.de. So, mal. Ist ein bisschen verwackelt, weil großen Erfindung ist es halt, es ist genauer zu filmen. So, jetzt müsste es mal so müsste es erst besser gehen. So. Windreich.de. Weiß nicht, ob das genau sieht, aber ich denke mal schon. Jetzt wieder. Ich denke mal so 20 Grad vielleicht noch. So, hier nochmal einen schönen Blick Richtung Erzgebirge. Super schönes Naturschauspiel. Da ist ja noch ein paar Windräder. Tacke TW 600. Schon mal da hinten stehen. Warte mal. Da hinten. Ach, E40er, süß. Ich hatte vorhin auch noch eine E40 gesehen mit einer sehr, sehr niedrigen Nabenhöhe. Und werde mal da eventuell da mal einen Zwischenstopp machen. Werde ich jetzt aber nicht auf diesem Video mitmachen können, weil ich auf dieser Kamera halt keine Pausenfunktion habe. Was ich relativ schade finde. Schön die E66. Davor steht eine Tacke TW 600. Wobei schon einige davon schon repariert waren. Das ist auch meine E40, hab ich gar nicht gesehen. LOL. Zeig ich euch noch schnell. Eine E40 und links daneben kleine E66.
Erbsen oder was auch immer, wie man das auch nennt, keine Ahnung. Ich sag's jetzt einfach mal so. Eine wunderschöne E66. Ich erwarte, dass ich immer so viele E66er mal sehe. Der Weltstände zum Vollfeld noch mal zur E40 fahren. Und ja, sage ich einfach mal, jetzt erstmal schon mal Tschüss und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!